Wenn du überlegst, einen deutschen Schäferhund als Begleittier zu adoptieren, ist es wichtig zu wissen, was dich erwartet. Tierisch Schlau zeigt dir in diesem Video 5 Vorteile bei Adoption eines deutschen Schäferhundes. Sie haben eine ideale Größe. Der erste Vorteil, den wir hervorheben, ist, dass die Rasse weder zu groß noch zu klein ist. Obwohl sie größer als einige andere Rassen sind, sind sie in Wohnungen nicht unmöglich zu handhaben. Obwohl sie einen gesunden Appetit haben und wie alle Hunde tierärztliche Hilfe benötigen, sind ihre Kosten nicht übermäßig hoch. Besonders nach ihrer Entwicklung können sie in kleineren Häusern vollkommen ruhig bleiben und sich an fast jede Raum- und Familiensituation gut anpassen. Dies natürlich, solange alle Bedürfnisse abgedeckt sind und viel Zeit im Freien bleibt. Sie sind ein großartiger Schüler. Ein weiterer Vorteil der deutschen Schäferhunde ist ihre große Lernfähigkeit. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass dies ein zweischneidiges Schwert ist. Aufgrund ihrer Lerninteresse fordern sie eine ständige mentale Stimulation. Andernfalls können sie frustriert werden und Verhaltensprobleme entwickeln. Ob reinrassig oder gekreuzt, sie lernen ihr ganzes Leben lang. Das bedeutet, dass du einem alten Hund tatsächlich neue Tricks beibringen könntest, wenn er ein deutscher Schäferhund ist. Sie sind einer der intelligentesten Hunde. Der deutsche Schäferhund ist ein hochintelligenter Arbeitshund. Tatsächlich liegen sie laut der vom Psychologen Stanley Coren in den 90er Jahren erstellten Liste auf Platz 3 von 79. Diese Liste basiert auf der Fähigkeit, Befehle zu lernen, wie viele Wiederholungen dafür erforderlich sind, wie gut sie die Aufgabe lösen und wie wahrscheinlich sie Befehle befolgen. Sie sind ein sehr aktiver Hund. Sie brauchen viel körperliche Stimulation. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam Zeit verbringen, in die Natur gehen und aktive Trainingsspiele mit Gehorsam einführen, wie zum Beispiel Beweglichkeitstraining. Wenn wir gerne einen deutschen Schäferhund in unserem Leben hätten, aber keine sehr aktiven Gewohnheiten haben, kann die Adoption eines älteren deutschen Schäferhundes eine Option sein. Auf diese Weise behält der Hund seine Eigenschaften, erfordert jedoch weniger körperliche Aktivität. Sie helfen dir, dich sicher zu fühlen. Der deutsche Schäferhund gilt als hervorragender Wächter, wie seine Geschichte als Arbeitshund beweist. Wir sollten jedoch beachten, dass sie von Fachleuten ausgebildet werden müssen, damit sie Verteidigungsaktivitäten ausführen können. Sie können jedoch ebenfalls große Sicherheit als Haustier bieten. Es sind Hunde, die sich durch Familientreue auszeichnen und bei richtiger Erziehung einen ausgeglichenen Charakter haben. Sie sind einer der treuesten Hunde. Aufgrund ihres Beschützerinstinkts gehören sie zu den treuesten Hunderassen. Diese Loyalität kann dazu führen, dass sie ihre Gruppe vor allem verteidigen wollen und eine sehr starke Bindung zu Familienmitgliedern aufbauen. Nachteile eines deutschen Schäferhundes. Es handelt sich nicht um strikte Nachteile, sondern um Merkmale des deutschen Schäferhundes, die dazu führen, dass er nicht zu jedem Lebensstil passt. Wie wir betont haben, ist der deutsche Schäferhund ein aktiver Hund, der gerne spielt. Sie brauchen viel körperliche und geistige Anregung, um ausgeglichen und gesund zu bleiben. Nur eine Familie, die diese Bedürfnisse erfüllen kann, sollte adoptieren. Leider gibt es aufgrund wahlloser Züchtung Exemplare dieser Rasse, die anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sind. Hüftdysplasie ist sehr häufig, aber sie können auch an Augenerkrankungen, Magen-Darm-Problemen, Nervosität, Schüchternheit, Phobien oder sogar unter Aggressivität leiden. Ein gut gepflegter deutscher Schäferhund sollte jedoch ein ausgeglichener und gehorsamer Hund sein. Wenn du einen deutschen Schäferhund hast, teile uns deine Lieblingsvorteile in den Kommentaren mit. Wir sehen uns beim nächsten Mal.